Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gratis-Webinar Thema News Trading, wie man schnelle hohe Profite mit systematischem News Trading generiert. Das Thema News habe ich lange Zeit, erst habe ich es falsch angefasst in den ganz, ganz jungen Jahren. Das ist mittlerweile jetzt das 19. Jahr, dass ich an der Börse aktiv bin. Habe also am Anfang News völlig falsch genutzt. Ich habe Nachrichten gelesen, dachte, okay, wenn ich sie positiv interpretiere, sie aus meiner Sicht gut ausfallen, dann gehe ich long. Wenn sie negativ ausfallen, gehe ich short. Hat so gut wie nie funktioniert. Basierend auf dieser Erfahrung, einfach der falschen Handhabung, ich habe mich nur an den Ergebnissen orientiert und habe dann gesagt, okay, News sollte man großräumig umschiffen. Und habe dann um die News herum gar nichts gemacht. Irgendwann habe ich dann nach ein paar Jahren angefangen, die Märkte statistisch anzugehen, statistisch auszuwerten. Und wenn man das macht, fällt einem auf, dass ein ganz, 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 ganz großer Teil von Bewegungen nach oben, aber auch nach unten, ein großer Teil tatsächlich im unmittelbaren Umfeld von News stattfindet. Entweder davor oder danach. Meistens sogar beides. Ich werde nachher eine Folie zeigen, beziehungsweise eine Grafik zeigen, wo man sehen kann, wie drastisch sich die Performance verändert von einem Index, wenn man an den News-Tagen nicht investiert gewesen wäre. Und diese Erkenntnis habe ich dann also nach ein paar Jahren gehabt. Und dann begann ich News nicht mehr zu lesen, sondern ich begann sie zu handeln, aber eben richtig. Und das letzte Jahr, beziehungsweise die letzten anderthalb Jahre waren insgesamt für systematisches Trading wirklich nicht einfach. Genau genommen waren sie relativ ernüchternd, weil einfach die Volatilität am Markt gefehlt hat. Der ein oder andere wird jetzt sagen, naja, es war doch volatil am Trump-Tag und es gab doch da mal Ausschläge. Insgesamt hatten wir extrem schwierige Marktbedingungen für systematischen Handel, für eine systematische Herangehensweise, weil wir teilweise oder sehr häufig, viel öfter als sonst, die Bewegung schon zu den Nicht-Haupthandelszeiten gesehen haben. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der DAX montags 150 Punkte fester eröffnet, dann kann ich das nicht handeln, als Beispiel. Wenn der S&P irgendwann mitten in der Nacht 100 Punkte abstürzt und dann bis zur Kassaeröffnung schon wieder 70 Punkte, 80 Punkte angestiegen ist, dann sind das starke Ausschläge, die kann ich aber als Intraday-Trader, der jetzt nicht rund um die Uhr tradet, sondern der sich auf den Kassahandel fokussiert, denn da arbeiten die Systeme sinnvollerweise, weil da die großen Player am Markt auch aktiv sind, die die Preise treiben, dann kann ich von solchen Bewegungen nicht partizipieren und profitieren. Also diejenigen, die systematisch traden, werden das wahrscheinlich nicht nur nachvollziehen können, sondern haben es wahrscheinlich auch diese Erfahrung gemacht. Also sämtliche klassische Systeme hatten in den letzten anderthalb Jahren bei mir nicht allzu viel Performance gemacht, sondern sind eigentlich auf der Stelle getreten. Was auch normal ist, es gibt solche Phasen immer zwischen den großen Performance-Phasen. Diese Performance-Phasen dauern so 2,5 bis 3,5 Jahre an, im Normalfall. Und dazwischen gibt es immer mal so Phasen, die so zwischen 6 und 18, 20 Monaten andauern können, also teilweise bis zu 2 Jahre, wo man dann nicht wirklich vorankommt. News-Systeme arbeiten praktisch unabhängig von der Gesamtmarktvolatilität, unabhängig vom Gesamtverhalten, arbeiten die insgesamt sehr zuverlässig und sehr stabil und stetig. Denn, naja, bei News hat man eben praktisch immer Volatilität, weil auf News achten alle. Auf News achtet jeder, ob jetzt Profi, Amateur, Anfänger, sehr erfahren, wenig erfahren, alle achten auf die News. Die einen lesen sie, die anderen lesen sie nicht und handeln sie nur, aber jeder achtet drauf. Und bei News ist die Vola immer hoch. Und im letzten Jahr, im Jahr 2016, bin ich mit den anderen Systemen in meinen Accounts praktisch null vorangekommen. Leicht im Plus, leicht im Minus, je nach Account.
aber insgesamt mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Im World Cup Account hatte ich, weil ich da natürlich sehr flexibel handeln kann, News-Systeme von mir auch mit drin. Und die haben fast alleine, die und ein Spread, den ich getradet habe, die haben fast alleine die Performance ausgemacht. Und das hat einmal mehr mir gezeigt, dass man News nicht umschiffen darf, sondern dass man sie handeln muss. Aber eben anders, als ich es anfangs gemacht habe. Aber dass um die News-Events herum tatsächlich Geld verdient werden kann. Dass man dort sehr, sehr günstige Marktbedingungen vorfindet. Und das war auch heute so. Ich werde nachher noch drauf eingehen. Auf jeden Fall im letzten Jahr sechster Platz bei der Weltmeisterschaft im Futures Trading gemacht. Kann man sich nichts dafür kaufen. Aber ich war nicht so weit weg von den Top 5. Und die Performance, und darum geht es eher als um den sechsten Platz, die Performance kam zum ganz, ganz erheblichen Teil von News Trading. Und deshalb auch heute dieses Webinar, wo wir uns mit News Trading befassen wollen. Hier mal eine Übersicht aus dem Jahr 2016 aus dem World Cup Account. Hier sind die Trades aufgeschlüsselt nach, also in 30-Minuten-Schritten. Der Handelstag ist in 30-Minuten-Schritte unterteilt, sieht man hier. Und das ist die Auswertung, die zeigt, in welchen 30 Minuten, also es geht immer beginnt, das, also 30-Minuten-Zeitfenster beginnend um 1 Uhr zum Beispiel, beginnt um 1:30 Uhr und so weiter. Das zeigt, wann der Löwenanteil der Performance gemacht wurde. Und also wann die Trades eröffnet wurden. Und da fällt sofort auf, Haupthandelszeit für die normalen Systeme, die ich trade, und die sind sehr robust und sehr gut eigentlich, aber die haben eben eine Dürrephase jetzt gehabt über einen längeren Zeitraum. Handelszeit dafür ist 15:30 Uhr. Da ungefähr in dieser halben Stunde werden die meisten Trades eröffnet, normalerweise. Beziehungsweise man sieht auch, dass da viele Trades eröffnet wurden. Vergleichsweise, ich habe insgesamt wenig gehandelt im letzten Jahr, weil ganz viele Systeme mangels Vola überhaupt nicht getradet haben. Aber zu der normalen Handelszeit gab es viele Trades, aber eine ganz geringe Trefferquote, 50-50, kenne ich normalerweise nicht. Und der Profit, der mit diesen Signalen generiert wurde, ist ja Pillepalle. Jetzt schauen wir mal, wo gab es denn, zu welchen Uhrzeiten wurden denn die Trades gemacht, die wirklich an der Performance einen erheblichen Anteil hatten. Da sehen wir hier, es sticht sofort hervor, also das hier, kumulierter Profit, das ist die Spalte, die man berücksichtigen muss. Also die ersten beiden Spalten sind quasi jetzt hier zur Orientierung. Und da sieht man 13:30 Uhr, 14 Uhr. 13:30 Uhr deshalb, weil die EZB-Meetings, es gibt ja so zwischen 8 und 10 EZB-Meetings pro Jahr. Im Durchschnitt kann man langfristig sagen, manchmal gibt es natürlich auch Sondersitzungen, dann sind es mehr, aber man kann mal so von 8 pro Jahr ausgehen. Habe ich nicht alle gehandelt, weil ich auch gar nicht immer da war. Ich habe die ersten 3 Monate gar nichts gemacht, hatte zwischenzeitlich auch nicht viel Zeit, also das ist in diesem Jahr ein bisschen anders, dass ich da auch ein bisschen flexibler bin. Aber 13:30 Uhr, 14 Uhr. 14 Uhr. Da fällt also alles rein, was es so, da werden dann die Trades eröffnet teilweise, die auf die News um 14:30 Uhr arbeiten, die aber auch teilweise die EZB-News, die EZB-Announcements nutzen. 13:30 Uhr kommt auch von der EZB. Also in diesem Zeitfenster, 13:30 Uhr, 14 Uhr, in diesen 60 Minuten oder in diesem 60 Minuten Zeitfenster oder 90 Minuten Zeitfenster bis 15 Uhr sozusagen, da kam ordentlich Performance zustande. Warum? Weil eben in dieser Zeit ganz viele News-Systeme arbeiten. Also was heißt ganz viele? Es gibt nicht so viele News, die wirklich relevant sind, aber EZB-Meetings fallen in diese Zeit rein. Teilweise Wirtschaftsdaten, FOMC-Meetings, FOMC-Meetings, Non-Farm Payrolls zum Beispiel fallen da rein. Dann haben wir hier einen Häufungspunkt. 16 Uhr, 16:30 Uhr. Was sind das für Geschichten? 16 Uhr und 16:30 Uhr, da arbeitet zum Beispiel ein System auf Natural Gas, was ich heute auch getradet habe, was ich eventuell nach Beendigung hier nochmal traden werde. Da kommen Signale, also 16 Uhr, 16:30 Uhr, da sind dann News von Natural Gas, Mittwochs von WTI Crude Oil.
Da werden Lagerbestände gemeldet, also mittwochs und donnerstags, normalerweise 16:30 Uhr, werden die Lagerbestände gemeldet. Das ist dann also immer dieser Zeitpunkt oder dieses Zeitfenster, in dem dann die Trades aufgemacht werden. Und wenn ihr das euch anschaut hier, 16 Uhr, 16:30 Uhr, auch wieder ein Häufungspunkt. Und dann haben wir hier nochmal einen ganz ordentlichen Anteil um 22 Uhr. Was sind das für Setups? Ich habe eine Strategie, die auf die FOMC-Meetings arbeitet. Und die arbeitet nach den FOMC-Meetings und macht Positionen um 22 Uhr am Handelstag auf, an dem die FOMC-Announcements waren. Es gibt bei den FOMC-Meetings zwei Sitzungstage bei den großen FOMC-Meetings. Und am zweiten Sitzungstag ist das Announcement, also die Pressekonferenz, Viertel nach acht unserer Zeit. Und um 22 Uhr an diesem Tag, wo die Fed dann sagt, wie die Marschrichtung ist, Zinsen rauf, Zinsen runter, quantitativ easing oder auch nicht. An diesem Tag wird dann um 22 Uhr eine Position aufgemacht. Das sind also hier, man kann aus dieser Statistik heraus genau sehen, dass die News einen enormen Anteil hatten. Und das ist sehr gut planbar auch, weil wir genau wissen, wann kommen die News, zu welchen Uhrzeiten kommen sie, also an welchen Tagen, zu welchen Daten kommen sie. Und zu welchen Uhrzeiten an diesen Tagen kommen Sie? Es ist was anderes als das, was viele vielleicht von euch auch kennen und wie ich auch früher getradet habe. Man macht morgens um 7 oder um 8 Uhr den Rechner an, weiß noch nicht genau, was der Tag bringen wird, weiß auch noch nicht, ob man an dem Tag traden wird, wenn ja, wann, in welche Richtung, man weiß es nicht. In welche Richtung ich bei den News handeln werde, weiß ich auch vorher nicht. Ich weiß aber mit welcher Technik und ich weiß genau wann. Ich weiß, zu welchen Uhrzeiten ich die Orders zu platzieren habe. Und ich weiß, an welchen Tagen diese News kommen. So, mit diesem, wir setzen uns mal 12 oder 14 Stunden an den Rechner und warten mal, bis irgendein gleitender Durchschnitt kreuzt oder bis eine Stochastik ein Signal generiert oder Gott weiß was. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig und man weiß am Ende nie so genau, was rauskommt. Also ich habe es lange Zeit betrieben. Also lange Zeit heißt, ja, bestimmt 3, 4 Jahre am Anfang habe ich das schon auch, also ich habe es dann schnell reduziert, aber ich habe das schon auch immer noch sehr zeitintensiv betrieben, das Trading. Und wenn man sich dann mal ausrechnet, was man für einen Stundenlohn hat, dann kann man wirklich alles machen, aber nicht traden, aus meiner Sicht jedenfalls. Also, im Jahr 2016 insgesamt ganz wenige Trades, aber man sieht, die News waren hier entscheidend. Das untermauert auch die Statistik, Day of Week, also an welchem Tag kamen denn wie viel Profite zustande. Da sehen wir, der Montag war profitabel, aber war von den profitablen Tagen der schwächste. Der Dienstag war nicht profitabel. Es gibt dienstags einfach keine News, also montags gibt es auch keine News. Der Montag war eben aus anderen Gründen profitabel, das war halt dann einfach so. Aber der Dienstag, da gibt es keine News, die wirklich relevant wären. Also nicht in den Märkten, die ich handle. Der Dienstag hat da nichts gebracht. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Freitags Non-Farm Payrolls. Donnerstags sind immer die EZB-Meetings, typischerweise. Donnerstags Natural Gas Lagerbestandsdaten. Mittwochs WTI Crude Oil Lagerbestandsdaten. FOMC-Meetings auch häufig mittwochs, donnerstags. Also das hat absolut eine Logik, was man hier sieht. Das untermauert alles das, was wir hier sehen. Dann schauen wir uns die Monatsbetrachtung an für die Ergebnisse im letzten Jahr. Da sehen wir, es ging bei mir los im April. Das hatte damit zu tun, dass die teilweise ein bisschen lange brauchen, bis die beim World Cup, also das ist der World Cup-Account, von dem ich jetzt hier spreche. Das dauert manchmal ewig, bis das Konto dann freigeschaltet ist, weil man jedes Jahr, ich nehme jetzt seit 2012 dort teil. Und es wird jedes Jahr, das ist natürlich auch vom Veranstalter so gewollt, es wird jedes Jahr ein neues Konto sozusagen aufgemacht. Das ist kein großer Akt, man muss nur einen Wisch ausfüllen und dann kriegt man eine neue Kontonummer. Und dann wird das quasi transferiert durch durch diesen Transfer. Ich habe gestern mal den Begriff im Zusammenhang mit irgendwas anderem, mit Vermögensverwaltung gehört. Ich kannte den Begriff bislang gar nicht, weil es mich auch gar nicht interessiert. Die sollen ihre Gebühren dafür bekommen. Das kostet irgendwas so um die $100, dass man dann eine neue Kontonummer sozusagen bekommt. Ich reg mich über sowas nicht auf, weil die
liefern da irgendein, das heißt irgendein, die liefern da einen Service und irgendwoher müssen sie das Geld bekommen und dann kriegen sie es halt durch sowas. Also es gibt Leute, die sich dann da aufregen und sagen, das ist nicht erlaubt, das ist Beschiss und mir ist es wurscht, das ist halt so. Aber das mal zur Erklärung. Also es ist dann so, man kriegt ein neues Konto, dann muss man dieses Konto natürlich, ich nutze NinjaTrader in dem Account, ansonsten nutze ich WHS, aber hier nutze ich NinjaTrader. Dann muss ich das einpflegen. Ich bin technisch auch nicht so der Bewandertste mit dieser Plattform. Mittlerweile bin ich fit, weil ich das jetzt ein paar Jahre mache, aber da muss man dann ewig hin und her schreiben, dann schalten die einem die Instrumente nach und nach frei, dann wird mal wieder irgendwas deaktiviert, weil sie irgendwas verklicken. Das hatte ich jetzt letzte Woche auch hier, dass sie mir der Comex auf einmal abgestellt hatten, weil einer sich verklickt hatte bei denen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war der Grund, einer der Gründe. Das hat irgendwie die ersten 6 Wochen gedauert und dann habe ich auch gar nicht mehr hingeguckt, da hatte ich andere Sachen zu tun. Aus dem Grund habe ich in den ersten 3 Monaten nicht gehandelt letztes Jahr. Also es ging am 31.03. los. Und erster Trade wurde im April abgeschlossen. Deshalb sieht man hier die Statistik ab April. Und da sieht man, dass die Monate im Prinzip alle ganz ordentlich waren, recht ordentlich. Aber dass der August fast ein Nullsummenspiel war. Auch das ist logisch. Wusste ich bis vor ein paar Jahren nicht. Also beziehungsweise ich konnte es mir denken, aber dass es tatsächlich so eine Auswirkung hat, war mir nicht bewusst, bis es mir mal einer gesagt hat, auch bei der Preisverleihung 2014 für den World Cup, für den dritten Platz im World Cup, den ich 2013 gemacht habe, hat mir in Chicago einer gesagt, dass im August ganz, ganz wenige Händler quasi am Platz sind, da arbeiten die ganzen Fonds und alles auf Sparflamme. Deshalb hat man natürlich nicht so viel Druck in der Leitung sozusagen und dadurch arbeiten ganz viele Systeme, die sich ja, ein System nutzt ja eine Regelmäßigkeit im Markt. Und Regelmäßigkeiten werden natürlich nicht, mit Sicherheit nicht von Privatanlegern ausgelöst, weil Privatanleger sind alles nur nicht zuverlässig und arbeiten alles nur nicht regelmäßig beziehungsweise gleichartig, sondern die machen alles sehr diffus, machen mal dies, machen mal das, aber ziehen nichts konsequent durch. Ein Fonds muss auf eine bestimmte Art und Weise in den Markt rein und rausgehen. Die müssen bestimmte Arten auf eine bestimmte Art und Weise agieren. Und wenn die nur auf Sparflamme kochen, dann ist klar, dass ein System, was sich aus deren Aktionen sozusagen heraus bedient, was deren Berechenbarkeit, in Anführungszeichen, die sind natürlich nicht perfekt berechenbar, aber die machen das Ganze von einem Würfelspiel, von einem Münzwurfspiel, schon ein Stück weit berechenbarer, so dass es eben schon einen kleinen Vorteil auch geben kann, wenn man das statistisch misst oder einen großen teilweise auch. Wenn die nicht aktiv sind, kann natürlich mein System auch nicht so doll funktionieren. Das ist das, was ich auch von vielen Systemtradern weiß, dass der August in fast jedem System, egal ob Countertrend oder prozyklisch, weil einfach die Berechenbarkeit schwieriger ist. Also der Markt läuft einfach diffuser, läuft nicht so berechenbar. Die Berechenbarkeit ist im August einfach schlecht und die Ergebnisse sind im August also auch schlecht. Auch das hat jetzt nichts mit News zu tun, aber auch das ist logisch. Aus der Statistik heraus kann man sehr, sehr viele logische Sachen sehen. Kommen wir zum Jahr 2017, denn da ist es nicht viel anders bislang. Die klassischen Systeme arbeiten selten und wenn sie arbeiten, bringen sie keinen großen Profit. Ich habe einen größeren Profit durch ein klassisches System gehabt. Bislang fehlt einfach immer noch der Druck im Markt, die Volatilität im Markt, um mit diesem System Geld zu verdienen. Die Volatilität ist so verglichen mit den Performance-Phasen dieses Systems, von dem ich jetzt gerade spreche, ist die Volatilität jetzt so ungefähr um 33% geringer. Und die Trendigkeit ist auch ungefähr nochmal um ein Drittel weniger, also zwischen einem Drittel und einem Viertel. Das heißt, der Markt ist weniger direktional, intraday zum Beispiel, und die Ausschläge, die Tagesranges sind auch viel, viel kleiner. Und dann habe ich natürlich weniger Potenzial und ich treffe weniger. Also ich habe viel öfter auch Fehlsignale und dann kann natürlich ein solches System nicht performen. Aber die News-Systeme arbeiten auch in diesem Jahr wunderbar. Wir sehen hier die Statistik in diesem Summary, das ist bis zum 18.01., also bis gestern. Heute kam noch ein bisschen was dazu. Ich habe aber die nächsten Slides sind schon aktuell. Die habe ich eben noch ein paar Sekunden vor Start dieses Webinars noch eingepflegt, weil ich bis vor 20 Minuten, ich glaube vor 20 Minuten habe ich den letzten Trade zugemacht, ein News-Trade auch, eben getradet habe. Hier sieht man das Summary.
sind bislang deutlich mehr Trades, also da waren es 22, jetzt mittlerweile sind es 26 Trades, wird man gleich sehen, die ich in diesem Jahr gemacht habe. Also ich habe innerhalb von 2 Wochen die Hälfte der Trades gemacht in diesem Jahr gegenüber dem, was ich im letzten Jahr insgesamt gemacht habe, was aber nichts heißen muss. Man muss nicht viele Trades machen, um viel Performance zu machen. Aber Trefferquote ist ziemlich hoch, mit 86% bislang. Das liegt eben auch daran, dass ich sehr, sehr großen Anteil News Trades habe. So, hier ist die Trade-Statistik für dieses Jahr und da haben wir zum Beispiel hier am 5.1. diese beiden Natural Gas Trades. Dieser Trade hier also der erste Trade im Zucker war kein News Trade, der war ein technischer Trade. Die beiden folgenden Trades im Natural Gas, das waren News Trades an einem und demselben Tag. Ein News-System, was heute auch handelt, was ich heute auch getradet habe und wo ich nachher dann nach diesem Webinar möglicherweise nochmal einen Trade aufmachen werde. Dann haben wir hier bei Natural Gas in der darauffolgenden Woche haben wir auch wieder einen News Trade. Wir haben hier im QM, das ist der Mini-Kontrakt für Crude Oil, Trade Nummer 10, auch ein News Trade. Kleiner Gewinn nur, aber war in dem Fall so. Hier Natural Gas am 12.01. auch ein News Trade. Dann haben wir hier einen, das ist ein Spread Trade, der hat damit nichts zu tun. Und dann haben wir hier ganz viele Trades. Ab Trade 16 kommen mit dem Kürzel 6B, das ist das britische Pfund. Trade 16 bis 22 ist auch newsbasiert. Das war News im britischen Pfund hinsichtlich des Brexits. Und da ging dann auch einiges ab. Da war enorme Vola in diesem Markt. Und dann haben wir eben gerade ganz frische Trades hier am 19., also sprich heute, habe ich ja in der Stunde vor unserem Webinar hier im Zucker gab es News, Zuckerpreis runtergeknallt und bin ich unten rein mit 2 Tranchen, hatte insgesamt 3 Kontrakte drin, war nur ein kleiner Gewinn, aber das musste halt auch schnell gehen in dem Fall. Und bei Natural Gas habe ich auch vor dem Webinar, weil ich die Position jetzt eben eine Stunde lang nicht verwalten kann, den Trade auch erstmal zugemacht. Aber ganz, ganz viele News-Trades hier. Einfach, weil es jetzt heute natürlich auch komprimiert sehr viel News gegeben hat. Und weil insgesamt jetzt auch in diesen ersten 2 Wochen oder jetzt die dritte Woche ist ja jetzt schon fast rum, also in diesen 3 Wochen, war eigentlich einfach der Fokus wirklich auf News. News-Events mit EZB-Meeting heute, was auch getradet wurde. Das war Trade Nummer 23, der 6E, das ist der Euro-FX-Kontrakt, also der Euro-US-Dollar-Kontrakt sozusagen, der Future auf den Euro. Auch kein riesiger Trade, aber schneller Trade und eben auf Basis eines News-Systems. Normalerweise, also heute war der Ausschlag nach der EZB-Sitzung nicht so wild. Der wurde später dann wilder, muss man schon sagen, aber direkt danach war das nicht so, wie es oftmals der Fall ist. Aber also auch hier sieht man, es war einfach ein großer Teil durch News bedingt. Und wenn man sich die Ergebnisse jetzt in diesem Jahr anschaut und aufschlüsselt nach Uhrzeiten, kommt man wieder auf ein ähnliches Ergebnis. Man sieht hier, dass gerade 16 Uhr, also gerade durch diese Natural Gas Trades, durch die WTI Trades, da haben wir einen Häufungspunkt. 13, 14 Uhr zusammen ist auch ganz ordentlich. 21 Uhr ist auch so ein leichter Häufungspunkt. Und bei der Schlüsselung, da wird es natürlich bei der Day-of-Week-Aufschlüsselung, wird es auch nochmal deutlich, welchen Stellenwert News haben können und auch haben im Trading. Der Donnerstag natürlich sticht ganz, ganz klar hervor mit dem größten Profit. Der Dienstag sogar ganz gut. Das liegt aber daran, dass dort ein Trendsystem mal einen Profit gebracht hat, einen großen Profit. Ansonsten wäre es da nicht so profitabel gewesen. Aber der Donnerstag sticht natürlich klar hervor, weil da arbeiten einfach viele News-Systeme, die ich trade. Bislang hat mich das,
unter die ersten 5 gebracht, aber das ist natürlich auch ein Muster ohne Wert. Da stehen in den ersten Wochen in jedem Jahr irgendwelche Leute vorne, die man dann später nicht sieht. Von daher, für diejenigen, die es verfolgen wollen, habe ich mal hier den Link rein unter diese Folie gepackt. Denn man kann sehr viel darüber lernen. Gerade wenn ihr das mal verfolgt, über ein paar Monate werdet ihr feststellen, es schießen irgendwelche Leute nach vorne durch sehr, sehr aggressives Trading. Man könnte es auch Zocken nennen, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Und es war in den Jahren, in denen ich teilgenommen habe, fast immer so, dass März, April irgendjemand mit 400, 500, 600, teilweise mit 900% vorne schon war. Bis aufs letzte Jahr. Im letzten Jahr, der hat tatsächlich auch gewonnen. Ansonsten hat man die nie wieder gesehen. Die sind nach und nach dann, weil sie eben sehr aggressiv getradet haben, weil sie gezockt haben. Die haben natürlich weiter gezockt dann. Und haben sich dann verzockt mit der Zeit. Irgendwann waren sie nicht mehr zu sehen. Von daher ist das A ein Muster ohne Wert, weil das geht noch fast ein Jahr, dieser Wettbewerb, der geht immer ein komplettes Jahr bis 31.12. Aber ja, bislang läuft es ganz gut. Heute habe ich noch mal ein bisschen Performance gemacht. Also das war ganz okay. So, kommen wir zum Thema News und wollen uns da mal jetzt vertiefend damit befassen. Wir müssen uns fragen, was ist für einen Trader eigentlich so das Ideal? Szenario. Was ist ideal für einen Trader? Wie würde ein Wunschzettel aussehen, den ein Trader vielleicht ausfüllt? Wie sollte ein System sein? Wie sollten Trades sein? Sie sollten hohes Gewinnpotenzial haben. Man möchte ja viel verdienen. Man möchte aber auch selten verlieren. Man möchte eher oft gewinnen, also hohe Trefferquote und hohe Auszahlungsquote, beziehungsweise hohes Gewinnpotenzial. Gebühren möchten die Trader auch nicht haben. Das heißt, eigentlich möchten sie auch. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt für viele Trader. Eigentlich haben sie Aktionismus in sich drin. Also sie möchten schon ständig was machen. Auf der anderen Seite sind sie aber Gebührengeier und wollen eigentlich keine Gebühren zahlen. Gebühren müssen aber halt nun mal sein, weil da kriegt man eine Dienstleistung erbracht und die muss halt auch vergütet werden, weil von uns stellt sich auch keiner irgendwo bei der Arbeit hin und sagt, boah, ich mache es halt jetzt mal umsonst, damit der andere meinen Lohn spart. Von daher, um Gebühren zu sparen, gibt es nur eine Möglichkeit, man tradet vergleichsweise selten. In diesem Jahr trade ich vergleichsweise viel, aber gemessen an dem, was andere machen, ist es immer noch relativ wenig. Was Trader auch naturgemäß, was Tradern entgegenkommt, ist, wenn man zu einem schnellen Abschluss kommt, weil man nicht so lange im Markt investiert ist, weil die Psyche arbeitet in dem Moment, ab dem Moment, wo man in der Position drin ist, arbeitet sie gegen einen. Man ist ungeduldig von Natur aus als Trader. Man will schnell möglichst viel verdienen. Ansonsten würde man nicht traden, sondern dann würde man vielleicht irgendwas kaufen und es 10 Jahre liegen lassen und sagen, ach, guck mal, schön, 10%. Also ein schneller Abschluss ist natürlich das Wunschszenario. Der ist aber natürlich nicht immer realisierbar. Das muss auch klar sein. So sähe ein Wunschzettel aus von einem typischen Trader. Das Schöne ist, genau das ist bei News Trading gegeben. News kommen nicht so super oft, sie kommen regelmäßig und oft genug, um damit ordentlich Gewinne zu machen, auch nominal. Aber wir haben 8 FOMC-Meetings, 8 bis 10 FOMC-Meetings. Manchmal sind es 10, wenn es ein schwieriges Wirtschaftsjahr ist, dann gibt es auch nochmal Sondersitzungen, aber sagen wir mal so im Schnitt 8. Wir haben 8 EZB-Meetings, ob es jetzt mal 9 oder 10 sind, roundabout, also weniger als ein Dutzend, 8 bis 10 bei beiden, 8 bis 10 Events von den Notenbanken jeweils. Wir haben monatlich einmal die Non-Farm Payrolls, das heißt 12 Events pro Jahr. Wir haben Lagerbestandsdaten für Natural Gas 52 Mal im Jahr, aber auch nicht, es gibt ja Systeme, die jeden Tag 10 Mal arbeiten, also das ist auch vergleichsweise selten. Mein News-System auf Natural Gas arbeitet zudem nur in einem begrenzten Zeitfenster, das arbeitet nur bis März und dann wieder ab August, das heißt, es spart also ungefähr die Hälfte des Jahres aus, weil da würde es nicht gut funktionieren. Das heißt, also effektiv habe ich dort ungefähr so 26 Trades im Jahr. Und das System auf WTI arbeitet 52 Mal im Jahr, das heißt, ich kriege schon ordentlich Trades.
Aber insgesamt, oder also insgesamt kriege ich ordentlich Trades, aber pro Event, pro News-System sind das vergleichsweise wenige. Aber das Gewinnpotenzial ist hoch, weil die Vola an diesen Tagen sehr hoch ist. Schaut euch an, wie der Euro heute ausgeschlagen hat. Das war vergleichsweise sogar noch wenig, wie gesagt. Normalerweise, manchmal gibt es da richtig heftige Ausschläge bei News. Heute war es auch ordentlich, aber es war nicht gigantisch. Trefferquote ist sehr hoch, weil das Verhalten, weil dort alles zusammenkommt, was ideal ist. Wir haben hohes Volumen. Hohes Volumen bedeutet immer, dass der Markt sehr effizient ist. Und damit berechenbar. Also effizient bedeutet im Umkehrschluss berechenbar. Und wenn er berechenbar ist, funktioniert ein System besser. Deshalb ist die Trefferquote auch hoch. Also Vola hoch, bedingt dadurch ist das Gewinnpotenzial groß, weil der Markt schlägt einfach sehr schnell und sehr wild aus. Man schaue sich den Ausschlag des S&P Future am Trump-Tag an. 100 Punkte runter, 80, 90 Punkte rauf oder sogar noch mehr. Also erheblich. Man kommt schnell zum Abschluss, weil die Trades eben, weil dort sehr emotional agiert wird, weil immer schnell Aktionen vollführt werden, komprimiert Action im Markt ist und dann auch schnell der Abschluss kommt. Und dadurch, dass man nicht viel tradet, hat man eben geringe Gebühren. Also genau das haben wir bei News Trading, was wir eigentlich uns wünschen, was wir brauchen. Das ist also tatsächlich das Schöne. Viele Systeme, die ich trade, haben Trefferquoten von mehr als 75%. Ihr habt es ja jetzt auch gesehen, 86% Trefferquote bislang in diesem Jahr. Sind jetzt nicht nur News Trades gewesen, aber viele. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, den man dort hat. Ich bin schon vor ein paar Jahren mal über eine Statistik gestoßen, die mich tatsächlich nochmal viel mehr den Fokus auf News-Events und auf News-Setups hat legen lassen, als ich es vorher getan habe. Ich habe vorher so ein, zwei News-Setups gehandelt, weil ich mich mit den anderen Sachen einfach nicht befasst habe und ich wusste, dass ich um die News herum, dass da schon auch einiges geht, dass da wilde Ausschläge stattfinden, dass dort starke Bewegungen stattfinden, aber ansonsten hat mich das jetzt nicht groß gejuckt. Ich habe dann aber irgendwann mal einen Artikel von einem FED-Mitglied, also von einem Mitglied des US-Offenmarktausschusses gelesen, wo er mal statistisch ausgewertet hat, was diese 24 Stunden vor dem FOMC-Announcement, also vor dem Sitzungsergebnis, wenn es verlautet wird oder wenn es verlautbart wird, was diese 24 Stunden an der Gesamtperformance des S&P ausmachen. Und da ist mir fast alles aus dem Gesicht gefallen. Das ist extrem viel. Hier, diese Statistik zeigt auch, an welchen Tagen, also wann die Fed Days waren seit 1995, also für ungefähr ein bisschen mehr als 20 Jahre. Und wie sich das Ergebnis darstellt. Und das ist die Equity dazu. Wenn man an den Fed Days investiert war, nur an den Fed Days investiert war, nur, also nur an den 24 Stunden vor dem Fed Announcement. Angenommen, morgen Abend wäre das Announcement, dann wären wir jetzt die 24 Stunden davor investiert. Wenn man nur diese Tage investiert gewesen wäre, das sind 3%, die machen 3% an den gesamten Handelstagen, haben die Anteil. Dann hätte man aus $100 $178 gemacht. Das wäre die blaue Kurve, wäre die Performance-Kurve. Das hier ist die Kurve des S&P für die Zeit außerhalb der Fed Days, also für die Nicht-Fed-Tage. Ist natürlich nominal mehr, ist 260, aber ich brauche dafür 97% der Zeit. Das heißt, also wenn ich das mal gegeneinander rechne, ich mache mit 3% der Zeit, also mit 3% Investitionszeit, mache ich ungefähr die Hälfte von dem, ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich mit den anderen 97% machen würde. Also natürlich klar, nominal macht das schon mehr aus, aber wenn es um Effizienz geht und wenn es darum geht, wo kommt denn der Löwenanteil her, dann sieht man,
Nur diese FOMC-Meetings, nur diese Announcement-Tage, die haben einen enormen Anteil an der Gesamtperformance. Das muss man sich natürlich auch noch vor Augen führen. Also das sind jetzt natürlich nur Long. Also wenn man investiert gewesen wäre, heißt, wenn man den S&P Long gehandelt hätte, 24 Stunden vor dem Announcement. Das ist also schon erheblich. Da sind natürlich auch Announcements dabei gewesen, wo es dann runterging. Aber das finde ich schon eine beachtliche Statistik und hat mich nochmal mehr in Richtung dieser News-Events gedrückt. Welche News-Events gibt es? Wir sehen es nochmal, ich habe es eben schon mal gesagt. Wir haben die Non-Farm Payrolls. Ich habe zum Beispiel einen Kalender, würde ich auch jedem raten. Man kann diese, also auf den Seiten der Fed zum Beispiel, kann man, wenn man jetzt zum Beispiel bei Google FOMC Announcements oder FOMC Meetings Schedule eingibt, dann kommen die Termine für ein Jahr im Voraus. Kommt also bis ins Jahr 2018 hinein, kommen diese Termine für die FOMC Meetings, für die Non-Farm Payrolls. Das ist naturgemäß immer der erste Freitag im Monat. Ganz, ganz selten ist es nicht der erste Freitag im Monat. Naturgemäß ist es aber dieser Tag. EZB-Sitzung 8-mal im Jahr ist, die sind naturgemäß donnerstags. Kann man sich auch merken. Und auch die Termine kann man schon im Vorhinein sehen, wann die sind. Lagerbestände Natural Gas, auch naturgemäß immer donnerstags. Manchmal ist es anders, wenn ein Feiertag in der Woche war, dann wird das verschoben. Auch da kann man sich die Events, die Termine für die Events anschauen auf der Seite der Erdgasbehörde, US-Energieministerium. Ich bin ein bisschen krank, deshalb stocke ich manchmal, damit ich hier nicht ins Mikro huste. Lagerbestände für Crude Oil kann man auch die Termine vorher einsehen. Und dann gibt es noch die als News-Events, was wir auch in diesem Jahr haben werden, Präsidentschaftswahlen. Solche Abstimmungen wie beim Brexit, das sind dann natürlich auch Sondersituationen, also Präsidentschaftswahl, Abstimmungen über Haushaltsbudgets, haben wir in den USA auch ein paar Mal gehabt, konnte man wunderbar handeln. Ich habe immer das Gleiche gemacht. Die mussten ja über das Budget abstimmen, das war ja, ich weiß nicht, ob es 2, 3 Jahre her ist. Dann ging es immer darum, wird das Budget vom Senat, wird bewilligt, das Budget auszuweiten, auszudehnen, also mehr Schulden zuzulassen. Und dann ging es immer so ein Gezeter darum und im Vorfeld war der Markt häufig schwach. Man hat gezweifelt und es ging darum, wenn die jetzt nicht zustimmen, dann sind die Amerikaner zahlungsunfähig. Für mich war relativ klar, die werden immer zustimmen, natürlich. Also wäre ja völlig bescheuert, wenn sie es nicht machen würden. Also lief es praktisch immer gleich ab. Der Markt ist im Vorfeld entweder seitwärts gelaufen oder abwärts und dann ist er nach oben gegangen, als die Abstimmung dafür sagte, überraschenderweise. Dann ging es kurz rauf und dann ist der Markt aber wieder zum Alltag übergegangen. Also man kann diese Announcements generell, die meisten News, sind gar nicht mal wirklich bahnbrechend. Deshalb kann man auch immer das gleiche Muster anwenden. Man kann fast immer das gleiche Muster anwenden. Also es gibt ganz, ganz selten Situationen, wo man eine extrem nachhaltige Entwicklung sieht. Wenn ihr euch beispielsweise anschaut, die gravierendsten News, die es in den letzten 10, 15 Jahren für mich gegeben hat, waren die Quantitative Easings. Da hat ja auch jeder gedacht, okay, wenn jetzt sowas kommt, so ein Announcement, dass man Anleihen kauft, dass man da noch mehr quasi die Inflation anheizt, theoretisch durch solche Käufe, dadurch, dass man den Markt mit Geld flutet, dann wird der Goldpreis nach oben schießen und es gibt kein Halten mehr. Der Goldpreis ist auch gestiegen bei dem ersten Announcement, beziehungsweise nach dem ersten Quantitative Easing. Aber das Interessante dabei war, der Goldpreis hat natürlich auf die News erstmal mit einem kräftigen Anstieg reagiert und ein paar Tage oder ein paar Wochen später konnte man zum gleichen Preisniveau von vorher wieder kaufen. Und das ist das, was ich wirklich über News gelernt habe. Ganz, ganz viele News sind eigentlich ein Non-Event, weil, naja, so bahnbrechend sind die News nicht. Lagerbestände zum Beispiel werden ein bisschen besser ausfallen als geschätzt oder ein bisschen schlechter.
Aber dass jetzt da rauskommt, es wird erwartet, dass, keine Ahnung, der Lagerbestand um 20.000 Barrel Rohöl gestiegen ist und er ist um 1 Million gefallen. Naja, das wird selten vorkommen, weil die Schätzungen natürlich schon auch von Experten kommen, in Anführungszeichen. Und meistens liegen wir in der Nähe der Schätzungen. Also die meisten News sind nicht bahnbrechend. Selbst die, die bahnbrechend zu sein scheinen, da ist natürlich schon viel vorher eingepreist, das sieht man immer wieder, dass es immer Spekulationen im Vorfeld gibt. Also das ist auch das Grundprinzip, was man auch bei News verstehen sollte. Was passiert dort? Es gibt immer irgendwelche Leute. Wir alle wissen, wann das nächste Announcement ist von der Fed. Wir wissen, wann das nächste Announcement ist von der EZB. Also gibt es Leute, die davon ausgehen, dass die EZB die Zinsen anhebt, andere, dass sie sie senkt oder dass sie sie unverändert belässt. Also es gibt auf jeden Fall Wettpotenzial. Und es gibt Leute, die positionieren sich vorher und es gibt Leute, die positionieren sich erst danach. Und es gibt Leute, die sind unabhängig davon im Markt und deren Positionen sind aber irgendwo besichert mit einem Stop und teilweise von einigen werden sie dann eben durch diese Umwälzungen, die dann stattfinden. Jetzt gibt die Fed bekannt, wir werden die Zinsen noch, keine Ahnung, 3 Jahre niedrig lassen, als Beispiel. Dann schließen einige ihre Positionen, also weil sie auf dieses Announcement gewartet haben, auf diese Verlautbarung. Andere hatten schon vorher spekuliert und entweder sie können jetzt den Gewinn einstreichen oder ihre Erwartung wurde nicht getroffen und dann schließen sie ihre Positionen auch. Es gibt auf jeden Fall immer Aktionen. Und diejenigen, die danach agieren, die haben natürlich auch Motive für den Handel. Das Interessante bei News ist tatsächlich, man kann auch so ein bisschen, ja, man kann das auch so ein bisschen unterteilen, die Gruppen, wer handelt wann. Diejenigen, die es sehr, sehr eilig haben, und das ist eigentlich völlig logisch, diejenigen, die es sehr, sehr eilig haben und in den ersten Minuten nach den News handeln. Das ist auch, wenn man sich anschaut, wer handelt generell unabhängig von News, wer handelt in den ersten Minuten an einem Tag. Da werden natürlich die ganzen Orders abgearbeitet, also in den ersten Sekunden, in den ersten Minuten werden die Orders abgearbeitet von den Privatanlegern, von den Amateuren, weil die ihre Order abends in den Markt setzen und dann wird das, was die machen, wird in den ersten Minuten abgearbeitet. Häufig ist das die falsche Richtung, die es dann gibt. Bei den News ist es auch häufig so. Die erste Reaktion ist selten die nachhaltig ist. Ist ja auch völlig klar, ein Fonds könnte niemals, selbst wenn er das wollte, könnte niemals sagen, okay, wir haben, keine Ahnung, 50.000 oder 100.000 S&P-Kontrakte, wenn die Zahlen schlechter ausfallen als erwartet, verkaufen wir. Und dann drücken die da auf einmal, hauen die da 100.000 Kontrakte innerhalb mit einer Order raus. Das ginge gar nicht, da würde der Markt kollabieren und die würden einen super schlechten Preis bekommen. Also die können gar nicht so agieren und die werden so nicht agieren. Aber wir natürlich, wir sitzen, wie jeder weiß es ja, wenn ihr News-Events verfolgt habt, wie sitzt man da? Man sitzt da, wartet, zählt die Sekunden runter, stellt sich die Uhr nochmal nach, damit man auch wirklich genau um 13:45 Uhr oder genau um 20:15 Uhr oder genau um 16:30 Uhr auch sofort reagieren kann, dass man genau darauf vorbereitet ist. Man stellt die Uhr nochmal nach und dann kommen die News und dann versucht man schnell rein oder schnell rauszugehen, sofort zu reagieren, weil es irgendwie einem auf ein paar Ticks ankommt. Einem Fonds oder jemandem wie Warren Buffett kommt es nicht darauf an. Die lesen in Ruhe die News. Wenn sie sie lesen, beziehungsweise gucken in Ruhe, besser oder schlechter. Ich persönlich würde sie nie lesen, weil es nichts bringt. Aber die haben natürlich irgendwelche Entscheidungsgrundlagen und sagen, okay, keine Ahnung, wir kaufen jetzt oder wir verkaufen jetzt oder wir machen nichts. Und deren Aktionen sind schon rein logisch viel nachhaltiger, weil die erstens anders agieren müssen und weil sie einen anderen Charakter haben. Die haben auch viel mehr Zeit zum Überlegen. Wir selbst reagieren doch bei News. Typischerweise, also ich nicht, ich hoffe ihr auch nicht, aber wir reagieren doch als Privatanleger normalerweise auf den Ausschlag. Wenn der überraschend stark ausfällt oder zu unserer Überraschung nach oben ausfällt, dann werden wir irgendwas machen und werden versuchen, schnell rauszukommen oder zu shorten oder Gott weiß was zu machen. Aber es muss immer schnell gehen und wir glauben, es ginge um ein paar Ticks. Ein Fonds
ein Investor wie Warren Buffett, die haben einen ganz anderen Anlagehorizont, die werden ganz anders agieren. Deshalb ist die erste Aktion, die erste Reaktion in den ersten Minuten nach News ist meistens in Anführungszeichen falsch. Das ist meistens nicht nachhaltig. Die Nachhaltigkeit kommt dann. Und das ist auch natürlich ein wichtiger Tipp, den man auch noch geben kann im Zusammenhang mit News. Was ja Trader gerne machen, ist Long, Short, Long, Short. Die erste Reaktion nach News zu handeln, gut. Oder sich dagegen die Bewegung zu stellen, kann man machen. Wenn der Ausschlag nach unten kommt, nach irgendwelchen News, dann sozusagen, ich handle jetzt long in Erwartung, dass es dann steigen wird. Das muss natürlich systematisch stattfinden. Also jetzt allein nur basierend auf dieser Aussage zu sagen, ach cool, also immer wenn es dann fällt, gehe ich long. Man muss natürlich schon auch statistische Auswertungen haben. Wann geht man dann, unter welchen Bedingungen geht man denn da rein in den Markt? Mit welchem Abstand zu welchem Referenzwert? Also einfach blind, einfach mal long zu gehen oder mal short zu gehen, das würde natürlich nicht funktionieren. Aber ganz, ganz wichtig ist, was ja viele machen, viele sind dann ängstlich oder was der Privatanleger normalerweise macht, er will Bestätigung sehen. Und die meisten, glaube ich, trauen sich nicht direkt nach den News zu handeln, warten den ersten Ausschlag ab. Und wenn es dann stark ansteigt, zum Beispiel, also der erste Ausschlag kommt meinetwegen nach unten, den nutzt man nicht, um long reinzugehen, dann gibt es einen kräftigen Schub nach oben und dann sagt sich der klassische Privattrader, der klassische Retail-Trader, ach, jetzt ist es aber schon 100 Ticks nach oben gegangen, ich gehe mal short. Und genau das ist dann der fatale Fehler. Also wenn ihr etwas mitnehmen könnt aus dem heutigen Webinar, dann unter anderem den Tipp, bei der ersten Bewegung kann man Konter handeln, aber man muss wissen wie. Aber die zweite Bewegung auf keinen Fall dagegen stellen. Das passiert manchmal, dass es dann trotzdem klappt. Ich hatte auch in diesem Jahr einen Trade, wo auch die zweite Bewegung geklappt hat. Aber da ist es auch im System so, dass ich Orders auf beiden Seiten drin habe. Aber ansonsten im späten Handel oder im fortgeschrittenen Handel nicht mehr dagegen handeln. Das wäre fatal. Ihr seht hier eine Equity-Kurve für das FOMC-Setup, was ich trade. Da werden wir auch bald wieder einen Trade haben, worauf ich mich freue. Die Equities schauen extrem glatt aus für viele Strategien. Das ist hier, die hat sogar noch relativ ja, lange Plateaubildungen immer mal zwischendrin. Aber insgesamt sehr, sehr gute Ergebnisse auch hier in diesem Setup, was sehr stabil in jedem Marktumfeld handelt. Die arbeiten auch nicht, also wir haben zum Beispiel Strategien, zwei Strategien auf das FOMC-Meeting. Es gibt eine Strategie, die vor dem FOMC-Meeting arbeitet. Die sollte man moderater gewichten. Die nutzt eben so einen Effekt, dass der Markt sich tendenziell eher positiv entwickelt im Vorfeld des FOMC-Announcement. Und die bessere, die sehr stabile Strategie ist After FOMC, das Post-FOMC-Setup, wo wir dann danach, wenn die Volatilität hoch ist, entsprechende Positionen aufmachen. Also es gibt hier eine ganze Reihe an News-Events, für die ich Setups habe, die ich trade. Und weil es da in den letzten Wochen und Monaten verstärkt Nachfrage gegeben hat und weil ich es auch noch nie gemacht habe. Ich habe Seminare gegeben zu ja, allen möglichen Strategien. Aber wir haben noch nie ein Seminar gehabt, bei dem wir uns wirklich rein auf News fokussieren. Und ich freue mich drauf, weil das ist ein super spannendes Feld. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen auch einen Einblick geben, was es für News-Events gibt und was es damit so auf sich hat. Werden wir jetzt tatsächlich mal im April, Anfang April, es ist kein April-Scherz, auch wenn das Datum so anmutet, werden wir mit einer kleinen Gruppe von maximal 30 Leuten in Bonn ein Seminar machen, wo wir uns 3 Tage lang nur mit News-Setups, also mit genau diesen Strategien hier befassen. Eine Strategie auf die Non-Farm-Payrolls, wo ich auch konkrete Trades zeige, also wo ich auch Aufzeichnungen, wie das gehandelt wird, per Video dann im Nachgang aushändige, wo es ein Handout gibt von den Regeln mit ja, bebilderten Folien. FOMC-Meetings, beide Strategien werden thematisiert. Es wird gezeigt, sowohl
anhand von Live-Mitschnitten als auch, also die Live-Mitschnitte werden natürlich danach ausgehändigt, als auch in schriftlicher und verbaler Schulung, wie EZB-Sitzungen gehandelt werden, Lagerbestände Natural Gas, Lagerbestände Crude Oil und Sondersituationen, wo wir in diesem Jahr auch einiges noch vor der Brust haben, vor der Flinte hätte ich fast gesagt. Wir haben Wahlen in Deutschland, die sind zwar international nicht so bedeutend, aber man kann da tolle Sachen machen im Zusammenhang mit solchen politischen Events. Wir haben immer wieder News aus Großbritannien, wir haben Wahlen in Frankreich. Also da kommt einiges auf uns zu noch, was so Sondersituationen angeht. Und wir werden auch mit Sicherheit von Trump noch die ein oder andere News bekommen, die man handeln kann. Und wir werden auch diesen Trump-Tag nochmal genau unter die Lupe nehmen, an diesem Tag, wo wir das Seminar haben, oder an diesen 3 Tagen, wo wir das Seminar haben. Im Nachgang werden wir dann noch 4 Webinare machen, wo es dann die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen. Zusätzlich natürlich, also während des Seminars in diesen 3 Tagen werden wir natürlich auch interaktiv agieren. Das heißt, der Teilnehmer kann Fragen stellen, völlig klar. Das soll in Dialogform natürlich stattfinden. Aber viele Fragen ergeben sich eben erst im Nachgang. Da werden wir also nochmal 4 Folgewebinare machen. Und ich bin dann auch erreichbar per E-Mail, falls irgendwas ist. Aber es bietet sich natürlich schon an, das dann in diesen Webinaren zu machen und die Fragen dort zu stellen. Es sind für diejenigen, die da sich für News Trading interessieren und teilnehmen wollen, es sind noch 14 Plätze Stand heute Mittag verfügbar. Also über die Hälfte ist schon weg. Und wir können auch nicht mehr Leute reinnehmen, weil es A keinen Sinn macht. Das ist dann keine Arbeitsatmosphäre, die so intensiv sein kann. Und weil es auch von der Kapazität her gar nicht ging. Also von daher sind noch 14 Plätze frei. Wer da Interesse hat, kann sich unter dem Link, der hier auch schon die ganze Zeit zu sehen ist, nochmal informieren und sich dann bei Bedarf auch dort anmelden. Mitbringen muss man zu dem Seminar nichts. Man kann einen Laptop mitbringen, man kann was zum Schreiben mitbringen, es ist aber auch alles vor Ort. Ansonsten für diejenigen, die dort nicht teilnehmen, nochmal zusammengefasst, worum es heute ging und worauf ihr in der Zukunft achten könnt. Ich würde dazu raten, sich sämtliche News-Events, die es gibt, die wirklich bedeutend sind, niederzuschreiben, die Termine rauszuschreiben, damit man schon mal weiß, wann die sind. Dann sollte man natürlich eine Strategie dafür entwickeln, weil genau an diesen Tagen wird ein erheblicher Anteil oder um diese Tage herum wird ein erheblicher Anteil Performance gemacht. Und wenn ich diese Tage ausspare, was ich ja auch eine Zeit lang gemacht hatte, nach meinen schlechten Erfahrungen, die ich am Anfang gemacht hatte mit News, dann wird man natürlich wird man es kaum schaffen, eine riesige Outperformance hinzulegen. Von daher notieren, wann die Events sind, notieren, welche Uhrzeiten sie sind, sich auch mal so ein bisschen grob darstellen und aufschreiben, wie der Markt denn so reagiert nach den News. Und was auch ganz wichtig ist, noch ein Tipp, also wie gesagt, wir hatten ja auch schon gesagt, erste Bewegung kann man kontern, zweite Bewegung, die am Tag stattfindet nach den News, nicht kontern. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man tatsächlich auch zwischen den einzelnen Märkten differenziert. Es gibt zum Beispiel auch eine Auffälligkeit, dass einige Märkte, speziell so die Finanzfutures, sprich Indizes zum Beispiel, auf beispielsweise Non-Farm Payrolls eher konter zu handeln sind. Also da kann man eher Counter-Trades machen. Während auf das gleiche Event zur gleichen Zeit Währungen, die natürlich auch Finanzfutures sind, aber Währungen zum Beispiel, im Gegensatz zu Indizes und auch der Goldpreis neigen eher dazu, die Bewegung fortzusetzen.
die sie mal eingeschlagen haben nach den News. Also man muss auch da differenzieren, weil viele sagen, ach gut, dann handle ich mal die gleiche Strategie, die ich in Markt X handle, handle ich auch im Markt Y und wundern sich dann, wenn es nicht funktioniert. Da muss man also auch aufpassen und kann dort gravierende Fehler vermeiden. Die nächsten News-Events ja, werde ich natürlich auch wieder handeln, freue mich drauf, zeichne das auch entsprechend auf und händige das dann entsprechend aus. Vom heutigen Webinar gibt es auch natürlich eine Aufzeichnung, die schicken wir in ein paar Tagen raus, wahrscheinlich Anfang nächster Woche wird das der Fall sein, ich schätze mal Montag, schicken wir das Video von diesem Webinar raus, gerne auch die Folien. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dieser Thematik, zum Thema News, einfach nochmal eine E-Mail schreiben an rene@realmoneytrader.de. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch gerade an so einem Tag wie heute, wo viele News auch kamen. Ich habe nicht viele Ausführungen bekommen, also es hätte viel mehr geben können. Aber natürlich für die nächsten News-Events, die es gibt, alles Gute, viel Erfolg und ich hoffe, ich konnte allen so ein bisschen auch mal aufzeigen, welches Potenzial hinter News steht. Das Beste ist natürlich, wenn man für sämtliche News-Events, die es gibt, eigene Strategien entwickelt hat oder sie eben in Zukunft entwickelt, um dieses Potenzial ausschöpfen zu können. Aber ich denke, gerade die Ergebnisse aus dem World Cup vom letzten Jahr, aber auch der ersten 3 Wochen, jetzt fast 3 Wochen aus diesem Jahr, zeigen, dass News einen erheblichen Anteil der Performance ausmachen können. Wenn der Rest nicht arbeitet oder wenn der Rest selten arbeitet oder keine gute Performance abwirft, dann können News-Setups tatsächlich sehr, sehr viel Performance ausmachen. Und in den guten Phasen, in den Phasen, in denen die anderen Systeme auch gut arbeiten, sind News-Events und News-Setups ein Sahnehäubchen obendrauf. Dann garnieren sie das und bringen richtig Drive in die Equity rein, beschleunigen das Ganze dann nochmal. Also es ist auf jeden Fall ein Element, was nicht fehlen sollte in einem gut ausgestalteten Handels- und Strategieportfolio. Von daher kann ich nur jedem raten, nehmt dieses Webinar zum Anlass, euch mit News zu befassen. Habt keine Angst mehr davor. Die Verluste, die man möglicherweise im Zusammenhang mit News gemacht hat, liegen einfach daran, dass man sie falsch genutzt hat, dass man die News entweder, wie ich am Anfang, gelesen hat und dann interpretiert hat. Aber versucht mal den Payrolls-Report, der ist, glaube ich, 68 Seiten lang, 70 Seiten lang, versucht den mal zu lesen, zu verstehen und dann noch die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist zeitlich völlig unsinnig und es kann gar nicht funktionieren. Also es ist völliger Unsinn. Von daher, so funktioniert es nicht. Es funktioniert aber sehr gut. Allerdings auf eine komplett andere Weise, als es die meisten von uns gemacht haben oder auch als ich es am Anfang gemacht habe. Von daher, befasst euch mit News. Das ist ein spannendes Feld. Ich habe es lange Zeit verkannt, aber seit ich das in mein Trading integriert habe und seitdem ich das auch sehr konsequent trade, bringt es mir performancemäßig auf jeden Fall ordentlich was obendrauf. Auch in schlechten Jahren ist das dann der Performancebringer. Und es gibt verschiedenste Techniken, die man anwenden kann. Es gibt teilweise auch Strategien, die wir hier von diesen Strategien, die ich hier aufgelistet habe, da gibt es auch Varianten. Zum Beispiel für EZB-Sitzungen gibt es auch die Variante, dass man die Orders schon so platziert, also auch für Berufstätige möglich, dass man die Orders so platziert, dass sie sich auf den Tageseröffnungskurs beziehen, weil man auch da statistische Häufungspunkte erkennen kann. Also es ist gar nicht mal immer nötig, zum Zeitpunkt der News am Rechner zu sitzen, sondern man kann die Orders, in den meisten Fällen ist es sogar tatsächlich so, dass man die Orders vorher oder weit danach platzieren kann. Also weit danach heißt jetzt zum Beispiel für FOMC-Meetings 22 Uhr abends. Das kriegt jeder hin. Muss man nicht um 20 Uhr am Rechner sein, vielleicht der ein oder andere spielt Fußball, ist da im Training, macht sonst irgendwas, muss man gar nicht machen. EZB-Sitzung kann man die Orders schon früh morgens platzieren, wenn man nur den Eröffnungskurs kennt. Bei Natural Gas werden die Orders ja, zeitnah platziert, bei Crude Oil kann man auch mit einem Abweichungskurs vom Eröffnungskurs arbeiten oder auch eben situativ. Aber das sind alles Sachen, die gut handelbar sind. Und auch für teilweise jedenfalls auch für Berufstätige
nicht alle Strategien, aber viele umsetzbar sind. Von daher schaut, was ihr daraus machen könnt. Ist ein spannendes Feld, was keiner missen sollte. Das war's. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute weiterhin und bis zum nächsten Mal.